Was sollte ich tun, wenn meine Schulter knackst? Also stell dir vor, all deine Kohle hättest du ewig lang angespart, du hättest einen guten Job, okay? Und irgendwann kaufst du dein absolutes Traumauto. Nennen wir es einen Ferlambotti zum Beispiel. Und dieser Ferlambotti ist das einzige Auto, was du jemals wolltest, das einzige, was du hast, ist das beste Auto aller Zeiten, okay? Und dann, dieses Auto macht komische Geräusche. Was machst du? Fährst du einfach weiter? Denkst du einfach, ja, wird schon nicht sein? Nein. Wahrscheinlich bringst du es ziemlich schnell zum Mechaniker. Irgendwelche Lampen auf dem Armaturenbrett, ha? Und du kannst kein neues Auto kaufen. Das ist dein Auto. Bringst du es zum Mechaniker? Gut. Bringst du es irgendwie einfach zum Mechaniker um die Ecke? Nein. Du bringst es zum Ferlambotti-Mechaniker. Ganz sicher. Es muss ein richtig guter Mechaniker sein. Oder stell dir vor, du hättest ein Rennpferd. Das ist 1 Million wert. Und es hinkt. Was tust du? Sofort rufst du den Tierarzt. Und nicht irgendeinen, du rufst den besten Tierarzt. Einen, der spezialisiert ist auf Rennpferde. Und du bist das Rennpferd. Du bist das Rennauto. Hey, Männer sind so verwirrend, okay? Der hinken die jahrelang und so, ja, pf, wird schon nicht sein. Pf, vielleicht nächstes Jahr. Nein, Mann. Wenn du ein Problem hast mit dem Körper, dann geh zum Arzt und geh nicht einfach zu irgendeinem Allgemeinmediziner. Geh zum Allgemeinmediziner, wenn du einen Schnupfen hast oder als Weiterleitung für irgendwas. Wenn du ein Problem hast mit deinem Körper und du Sportler bist, geh zu einem Sportarzt. Geh zu jemandem, der sich mit dem Bewegungsapparat spezifisch auskennt und dessen normaler Patient nicht eine 60-jährige Omi ist, sondern der spezifisch viel mit jungen Männern zu tun hat, mit Sportlern. Geh zum Sportarzt. Bisschen beruhigend kann man im Allgemeinen sagen, wenn das Knacken nicht mit Schmerzen einhergeht, ist es vermutlich kein pathologisches Problem. Also es ist keine Krankheit, keine kranke Veränderung. Du kannst es wahrscheinlich durch Dehnen und Stärken und Mobilisierung lösen. Aber... Geh zunächst einmal zum Arzt, um das unbedingt abzuklären, mein Freund. Und auch wenn das mal ein paar Euro kostet, das ist es wert. Wenn du wirklich keine Kohle hast, dann mach halt das. Dann dehn deine Schulter, mobilisier und stärk die Schulter. Dann kann das Knacken verschwinden. Sei beruhigt, wenn es noch nicht weh tut. Aber wenn du irgendwie die Chancen hast, irgendwie, dann geh zum Arzt, zum guten Arzt und klär das ab. Du hast nur 2 Schultern, du solltest beide davon behalten, ist ein extrem komplexes, extrem sensibles Gelenk. Geh lieber einmal zu oft zum Arzt als einmal zu wenig, unbedingt.